It's Anja Time. Wie viele Anja Times sollte ich dieses Jahr noch machen? Ich habe eine ganze Liste an Themen, die ich bearbeiten wollte, aber ich habe es nicht geschafft. So geht's. Aber jetzt dachte ich, bevor ich für morgen den Blogpost vorbereite, der ja auch Zeit braucht, produziere ich das Ganze als Anja-Time. So, also, wir befinden uns kurz vor Toreschluss, das Jahre 2017, und wir werden mit einem Paukenschlag das Ganze beenden, nämlich mit Flow 4.0. Und im Rahmen dieser Flow 4.0 Kampagne werden wir auch endlich unser Bildung 4.0 Buch publizieren. Es steht sogar schon auf Amazon zur Vorbestellung. Schaut hier. Und ab morgen, also wenn ihr das hier seht, ab dann kann man es auch auf dem Flow Campus vorbestellen. Ist das nicht schön? Die Links findet ihr unten. Darüber hinaus haben wir ja die ganze Zeit schon seit dem Arbeit 4.0 MOOC unsere wunderbare, wundertolle Slack-Community. Ich habe in meinem Newsletter Nevos am letzten Wochenende berichtet, wie unser letztes Jahr aussah. Es war sehr turbulent, es gab viel zu tun. Im Rahmen dessen habe ich auch auf dieses wunderbare Feedback dieser Leute, dieser tollen Leute in dieser Community hingewiesen, die ja schon traurig wären, wenn es die nicht mehr gäbe, glaube ich. Zumindest die, die sich da gemeldet haben. Es waren einige. Ja, also so viel Werbung für jetzt. Bewegung erfordert Kraft. Zeit, Nerven. Manuelle Hausarbeit kostet Ihre Kraft, Ihre Zeit, Ihre Nerven. Öffnen Sie Ihre Wohnung der modernen Technik. Und alles wird leichter. Alles geht schneller. Alles wird mühelos sauber. Machen Sie sich's doch auch leichter. Durch moderne Technik aus Ihren Konsumverkaufsstellen. Ich werde jetzt mal die Fragen beantworten, so wie es die anderen vor mir in den letzten Wochen auch getan haben. Frage 1. Wer bin ich? Ja, wer bin ich? Das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr hier weiter ausführen. Wie ich zu dem Thema gekommen bin, Arbeit 4.0, im Grunde beschäftige ich mich schon ganz viele Jahre mit diesem Themenfeld. Ich bin ja Sozialwissenschaftlerin, also insofern ist das eh schon ein Thema, mit dem ich groß geworden bin. Und in den letzten Jahren, wir haben irgendwann sehr früh angefangen, uns mit der kreativen Klasse zu beschäftigen, mit Richard Florida. Hat das jetzt schon wieder ein bisschen revidiert, tut ihm jetzt schon fast wieder leid, was er da promotet hat in den Städten. Auf jeden Fall bin ich Teil dieser kreativen Klasse. Und in Berlin ist voll mit dieser kreativen Klasse. Und ich war immer schon der Ansicht, dass gerade diese Kulturszene, Kreativszene, das muss man trennen. Also, wir haben einerseits diese ganze Kulturschaffenden, die sich bis heute sehr schwer tun mit dem Netz. Das Netz primär nur wahrnehmen können als Werkzeug und Medium. Nicht so sehr als Kulturraum, das mögen sie nicht so sehr und sind da eher befremdlich. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich diese ganze Kreativen, diese Medienleute, ich mache was mit Medien, ne? Die sind natürlich da alle sehr involviert, aber auch weniger reflektiv als diese Kulturschaffenden. Und auf jeden Fall sind viele dieser Kulturschaffenden und der früheren Kulturschaffenden, dazu würde ich auch die Journalisten zählen, die waren ja so die Ersten, die in dieser Disruptionswelle dann vom Tisch gefegt worden sind. Und ich dachte immer, eigentlich müssten die dieses Potenzial dieses Netzes ideal für sich nutzen können, um ihrem Antrieb Ausdruck zu verleihen und das auch mitzugestalten. Und von daher, das war irgendwie damals der Grund, warum wir diese ganze E-Video-Reihe gemacht haben an der HTW Berlin damals. Insofern beschäftige ich mich schon immer mit diesem Thema, dass es irgendwann Arbeit 4.0 hieß, war ein Zufall, den wir dann auch aufgegriffen haben und mit dem MOOC dann auch in dem Themenfeld jetzt ganz aktiv sind. Und jetzt halt mit diesem Bildung 4.0 Buch da auch nochmal einen Schritt weitergehen und im Grunde versuchen, dafür zu plädieren, dass man wirklich diesen transformativen Schritt geht
und nicht so sehr nur zurückschaut und schaut, wie man mit klassischer Bildung versucht, möglichst lang die Leute in ihren Job zu halten oder in eine andere Jobmöglichkeit zu ermöglichen, sondern ihnen Wege zu zeigen, auch politisch Wege zu zeigen, wie man Menschen unterstützen kann, die ja, wie es ja auch in der Zwischenzeit massenweise eigentlich geschieht, wie man diese Cloud-basierten Projekte idealerweise fördern könnte, weil sie nämlich auch solch einen Mehrwert bringen. Das ist im Grunde Bildung, also auch aufbauen, ne? Gesellschaft von morgen mit aufbauen. Darum geht es uns und das ist im Grunde auch dieses Buch. So, damit hätte ich eigentlich auch schon den zweiten Punkt. Was fasziniert dich an dem Thema? Habe ich, glaube ich, jetzt schon rübergebracht, ne? Ich glaube, dass wir Gesellschaft mitgestalten können und sollten und es nicht anderen überlassen. Wir sehen ja im Moment, was politisch draußen passiert. Also aktiv werden, die Leute versuchen, sie zu ermuntern, ihr Umfeld mitzugestalten und nicht so sehr als Rädchen im Getriebe sehen. Und ja, ich denke, da ist viel machbar. Und ich würde gerne erstmal die Leute, diese 10-15% dafür gewinnen, die Power haben, die Lust haben und die auch die Reife haben, hier mitzumachen und ja, sich als gesellschaftlich-politisches Wesen zu begreifen. Wie kann man denn unsere Angebote wie kann man Bildung und Arbeit 4.0 für die persönliche Weiterentwicklung nutzen? Ich denke ja, dass Bildung nicht mehr individuell, schon lange nicht mehr über Wissensvermittlung funktioniert, sondern also auch nicht über Wissensaneignung im klassischen Sinne, wobei da nichts dagegen spricht, wenn man mal ein Buch liest, wenn man die Zeit dafür hat. Ich bin ein großer Fan des sozialen Lernens und das soziale Lernen findet im Netz statt und insofern kann man solche Praktiken einüben, indem man sich in einer Community oder in Communities of Practice bewegt und dort sich im Austausch weiterentwickelt. Ja, das ist im Grunde, wie man eigentlich sowohl unser Buch Bildung 4.0 als auch unsere Slack-Community sehen kann. Weil das ist im Grunde, dass wir gemeinsam vorangehen, dass wir uns gemeinsam treiben, irgendwie uns immer wieder mit neuen Themen zu beschäftigen. Ist ja anstrengend, wenn man da alleine vorsitzt. Aber wenn irgendjemand mal die Kraft hat und die Lust hat, irgendwie sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen, das einwirft und dann gehen andere auch, wenn auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, gehen die dann mit und man beschäftigt sich im Hinterkopf. Und das ist ja das Wichtige, ne? Das ist ja informelles Lernen. So, da sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen derzeit zu ändern, welchen Beitrag kann das denn da leisten? Welchen Beitrag kann Bildung 4.0 und Arbeit, ja im Grunde ist es ist identisch, gesellschaftliche Rahmenbedingungen verändern. Arbeit 4.0 ist letztlich genau das, die Gesellschaft verändert sich und es gibt im Moment verschiedene hegemoniale Strömungen, die versuchen, die Agenda zu setzen und das sind in der Regel die klassischen Lobbyverbände, die da sehr etabliert sind und teilweise auch sehr erfolgreich sind und es gibt auf der anderen Seite die alten Stakeholder, Parteien, Gewerkschaften, Sozialverbände, Arbeitgeberverbände und so weiter und so fort, die also da alle im Moment versuchen, die Agenda zu setzen, Agenda Setting, ne? Wie es so schön heißt. Und ich denke, die Zivilgesellschaft sollte da ein Wörtchen mitreden und das tut sie auch mitunter, wobei man zum Beispiel so von Amnesty, Greenpeace und so weiter ist doch ruhig geworden, ne? Netzpolitik, ja, die schaffen es so ein bisschen, sich sichtbar zu machen. Aber ich glaube, wir müssen noch verstärkt daran arbeiten, uns wirklich miteinander zu vernetzen und als gesellschaftliche Macht auch zu konfigurieren, die auch lautstark Forderungen stellt, wie sie denkt, wie Gesellschaft von morgen aussehen soll. Und dazu soll im Grunde alles, was wir machen, alles, was ich mache, soll dazu beitragen. Das Buch, denke ich, wird da einen Beitrag leisten und unsere Slack-Community eh. So, 1 Stunden Mikrokurse. Was gefällt dir persönlich an diesem Format? Da nutze ich in der Regel immer in den Vorträgen diese Folie von Josh Börsin. Und zwar zeigt er da nämlich auf, wann man, also mit Makrokursen sind diese Kurse gemeint, die so über einen längeren Zeitraum gehen. Und wenn man also einen neuen Job sucht, dann fängt man an mit einem Makrokurs. Und wenn man aber noch vielleicht ganz etabliert und gesetzt ist und sich auch gar nicht so unwohl fühlt, dann kann man versuchen, darauf aufbauend mit solchen Micro-Units, Micro-Lerneinheiten, sich immer weit up-to-date zu halten. Das ist im Grunde dieses Netzlernen, dass man reingeht und irgendwie mitläuft, Social Learning, dass man
sich mit guten Leuten vernetzt und austauscht und so weiter und so fort. Wobei die hier Microlearning schon eher noch so fast in so 2-Minuten-Einheiten sehen. Wir denken, dass im Stundenformat, wir haben uns überlegt, dass es sinnvoll ist, wenn man also sich mal neu aufstellen will, sich irgendwie neu für die kommende Zeit, fürs Jahr 2018 zum Beispiel, neu aufstellen will, dann kann man bei uns mit diesen 1-Stunden-Formaten einen qualitativen Kompetenzsprung machen. Also das ist im Grunde unser Anspruch, uns mit einem Thema so zu beschäftigen und das so aufzubereiten, dass man innerhalb von einer Stunde einen qualitativen Sprung macht. Und damit im Grunde der Startpunkt auch wieder gesetzt ist, dass man darauf aufbauend in diesem kleinen Microlearning, also Step by Step, immer wenn man irgendwie eine Aufgabe hat, dass man dann sich weiterentwickelt. In den Kursen ist immer genügend Fundus für viele Stunden sogar, aber wir zeigen auch, wie man in einer Stunde im Grunde das nächste Plateau erreicht und wie man das macht. Und ich glaube, das sollte jeder langsam beherrschen lernen. Das waren die Fragen der Blogposts. Ich denke, wir haben genug. Wir haben genug produziert in diesem Jahr und von daher möchte ich hier einen Cut machen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, erholt euch gut, guten Rutsch ins nächste Jahr und dann werde ich wieder Anja Times machen, die keine Werbung sind. Versprochen. Bis dahin, bye bye, ciao.